So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Curious Expedition. Verstecke mich ein bisschen hinter meinem Mikrofon, Plopschutz, so, ja. So, macht aber nichts. Ja, wir machen gerade weiter und zwar mit unserer zweiten berühmten Persönlichkeit aus dem 19. Jahrhundert und continuing dieses Game und zwar mit der dritten Expedition. Wir sind eigentlich fast durch mit dieser Person und jetzt sind wir mal gespannt, was als nächstes kommt. So, wir continuing das Game. Und haben wieder mal zwei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Einmal The Unforgiving Grasslands, a well-balanced region consisting mostly of white grasslands and jungle. Kennen wir schon, sieht gut aus. Und The Unseen Swamps, this region is notorious for its swamps. It is said that many sunken temples can be found here. We should bring an extra set of dry clothes. Jo, gut. Fällt mir jetzt schwer, mich zu entscheiden, da wir beides schon mal gemacht haben. Hallo Ballönchen, hallo. So, und ich würde sagen, wir nehmen trotzdem die Unforgiving Grasslands, weil wir haben uns ja vorhin einen Perk geholt, der uns gut durch den Dschungel leiten lässt, aber nicht unbedingt durch Flüsse und so etwas. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal auf die Unforgiving Grasslands Start Expedition. Die Wolken ziehen sich zur Seite. Und es geht los. So, oh, das ist eine ziemlich große Karte. Wir haben 6 Flächen zu entdecken. Und wir können natürlich wieder up to 4 units on your expedition mitnehmen. Zum Beispiel auch einen Esel. Aber wir sind ja bereits voll. Wir haben das letzte Mal niemanden verloren, was super ist. Und das heißt, wir können einfach so weitermachen. Wunderbar. Wir haben 145 Fame am Start und natürlich wieder einen Moonstone. Den setzen wir da rein und nehmen wieder mal mit Whisky, weil unser Scottish Man war ja, ist mittlerweile auf Level 2 und kann sehr gut, und jede Flasche Whisky hat uns wirklich sehr gut Sanity hinzugefügt, was wir auch bitter gebraucht haben. Dann brauchen wir noch ein bisschen Schokolade, allerdings nicht so viel, würde ich sagen. 3 reicht vollkommen. Wir haben das letzte Mal 2 Fackeln gebraucht, deswegen füge ich da jetzt auch nochmal 2 Fackeln hinzu. Ein Seil haben wir keins gebraucht. Wir sind den Tieren auch ganz gut entkommen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt für dieses Mal nochmal etwas mit, was wir für die Grasslands vielleicht ganz gut gebrauchen könnten. Wir könnten ja zum Beispiel auch mal Colorful Marbles mitnehmen. Einfach nur, damit wir was Schönes zum Handeln haben. Und Platz haben wir hier genug. Dann nehmen wir ein paar Marbles mit. Und ich würde sagen, vielleicht mal ein Butterfly-Net, mit dem wir dann einfach auch mehr Schmetterlinge fangen können und ein bisschen mehr Fame haben, was dazu führt, dass wir das nächste Mal auch wieder mehr Fame zur Verfügung haben. So, also nehmen wir auch mal das Ding mit, wunderbar, und Deal und let's go. Congratulations on equipping yourself for the trek. Good luck from here on. Thank you very much. Und los geht's. So, wir fangen hier so ein bisschen mitten in der Karte an. Wir könnten natürlich schon mal in diese Richtung gehen. Aber wir haben hier wirklich 6 Flächen zu erkunden. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir gar nicht große Zeit und bewegen uns gleich mal in diese Richtung. In der Hoffnung, dass die Pyramide nicht hier oben ist. Aber so wie das aussieht, glaube ich, ist das nicht der Fall. Und dann gehen wir mal hier hoch und schauen mal, was uns auf dieser Expedition alles erreicht. Wunderbar, ein paar Experience Points haben wir bekommen. Und hatten wir nicht vorhin 8 Experience Points? Okay, das macht mich traurig, weil die haben wir nicht eingesetzt und das bedeutet, dass die jetzt flöten gegangen sind beim nächsten Level. Ich weiß nicht, ob das intentional ist, dass das so ist. Wenn ja, finde ich es ein bisschen schade, weil eigentlich könnte man dann hier einen Hinweis hinmachen, besser die XP-Punkte zu benutzen, bevor man in die nächste Expedition geht, denn sonst hat man 8 XP verloren und das wäre natürlich so schön gewesen, den Jungs hier nochmal ein schönes Update zu verpassen. Okay, schade, wäre vielleicht ein ganz guter Hinweis nochmal für die Entwickler, da nochmal ein bisschen was zu tun. So, und wir gehen weiter auf unsere Expedition. Und da ist schon ein wildes Tier in der Nähe. Das heißt, wir wollen da eigentlich nicht unbedingt hin, obwohl hier eine Höhle wäre, die es zu erkunden gäbe. Aber ich würde sagen, wir gucken mal lieber, was da oben ist, denn eine Konfrontation mit einem wilden Tier wollen wir ja eigentlich vermeiden. So, was haben wir denn hier gefunden? Eine Steinstatue. Und ich glaube, wir haben noch nie eine Steinstatue gefunden.
Die wollen wir das doch mal untersuchen. Oh doch, die haben wir schon mal gesehen. We came across a fascinating overgrown rock. Wirklich sehr faszinierend. This skillful crafted eyes seemed to look at us. At us. Its presence felt uncomfortable and we desired to move on. We called together the group and departed. Okay, hat ein bisschen komisch ausgesehen, die Statue. Dann dachten wir bei uns, da wollen wir eigentlich schnell weg. Okay, sehr cool. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Und haben einen kleinen Huizingas-Flyer gefunden. Sehr schön. Aber auch nichts weiter. Dann geht es weiter zu diesem Fragezeichen. Durch dicke Sümpfe. Haben auch ein paar Experience Points mittlerweile bekommen. Sehr schön. Und einen neuen Flyer gefunden. Und weiter geht unsere Reise. So. Nicht allzu viel, was wir bisher gefunden haben. Eine neue Region. Wunderbar. Und da würde ich sagen, gehen wir auch mal hier hoch in der Hoffnung, dass sich das hier auch aufdeckt. Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob sich da hinten etwas verbirgt oder ob wir in eine Sackgasse geraten sind. Nein. Wir haben in der Tat etwas gefunden und zwar nix. Okay. Und unsere Sanity ist fast komplett verbraucht. Da haben wir jetzt ja wirklich uns was geleistet. Okay, wir trinken gleich mal einen Whisky, haben 30 Sanity dazu und bewegen uns in diese Richtung, in der Hoffnung, ein Dörfchen oder was zu finden. Nein, außer einer weiteren Hyäne haben wir nichts gefunden. Dann explorieren wir mal dieses Fragezeichen. Ah, wunderbar, ein Village haben wir gefunden. Das könnte unsere Rettung sein, bevor wir uns in unserer verschwindenden Sanity zugrunde gehen. Außerdem haben wir Naserudins Poisonous Master Butterfly gefunden, einen giftigen, aber wunderschönen Schmetterling. Und wir entern mal das Village. As we approached the settlement, the natives observed us with caution. They were polite and offered to help our cause. Ich glaube, das ist neue Musik, oder? Okay. Wir traden natürlich erstmal eine Nummer. Und was haben die uns anzubieten? Mangos und Blue Mushroom. Mangos, sweet mangos, delicious, but they spoil quickly. Blue Mushrooms, a strange-looking mushroom. It is said to temporarily increase the viewing distance when consumed. Es erweitert sozusagen unseren Horizont. Sehr interessant. Was würde der denn kosten? 28. Und eine Mango kostet 13. Wir haben ja hier unsere Colorful Marbles am Start. Genau deswegen haben wir die mitgenommen, damit wir was zum Traden haben. Und ich würde sagen, wir legen uns beides mal zu. Und ja, wunderbar. Das wäre ein bisschen zu viel. So. Und dann machen wir daraus einen Deal und haben einen wunderschönen Pilz und Mangos, die uns wahrscheinlich helfen, auch unsere Sanity wieder zu rekreieren. Wunderbar. We came to an agreement with the natives and staying overnight, würde ich mal sagen. We told the man to unpack and prepare our things for the night. In a quiet moment, one of the village elders gave us a very serious look and stated a question. He asked us if we knew who created the humans. Diese Frage, Verzeihung, haben wir bereits schon mal beantwortet. Und wir sind da, haben dort mit der Frage Gott ganz gut gelaufen. Wenn ich jetzt ein Spieletester wäre, würde ich auf Evolution klicken, einfach nur um zu gucken, wie die reagieren. Da ich aber auch so ein bisschen einfach auch an meine Leute hier denken will und nicht einfach nur das Spiel testen, kann ich nicht anders als wieder auf Gott drücken, weil das ist natürlich die Antwort, die sie hören wollen. Also Gott. We told him that we believed God created the humans. He nodded quietly as he listened to our explanation. Dann gehen wir mal schön Schläfchen machen. We got a good night's rest. The next morning was bright and sunny, a perfect day for new adventures. Wunderbar, wir haben gut geschlafen und ein toller Sonnentag für weitere Abenteuer. Everyone on their feet, sagte hier gerade jemand und bevor ich es weiterlesen konnte, war es schon wieder weg. Sehr schade. While we still felt welcome, we could tell that the villagers were no longer as willing to cater to our needs. In der Tat, wir haben nämlich zwei Standing Points verloren. Und ich würde sagen, dann leben wir mal. Vielen Dank, liebe Einwohner, Bewohner, Ureinwohner. Und bis zum nächsten Mal. Ja, in distrust, the natives stared at us as we departed their village. The following days,
We had the uncomfortable feeling of being watched. Okay, kein Problem. Das sind wir ja gewohnt und wir ziehen schön weiter. Haben herrlich Sanity bekommen. So kann es eigentlich weitergehen. Und wir müssen hier durch Thick Jungle. Aber wir sind natürlich eigentlich, sind wir ja, haben wir nicht so ein Perk bekommen? Wo ist denn der? Den sehe ich hier gar nicht. Ich glaube, das ist ein kleiner Defekt im Spiel, oder? Ich weiß es nicht, bin mir nicht ganz sicher. Okay, wir gehen mal in diese Richtung und schauen, dass hier hoffentlich nicht uns der Weg versperrt wird. Nein, wird er nicht. Wunderbar. Bling. Was haben wir entdeckt? Scrollte hier gerade mal hoch. Okay, ich weiß es nicht. Okay, wir hätten jetzt die Chance, hier eine neue Region zu erkunden, haben aber wahrscheinlich hier ein wildes Tier, ein paar Hyänen, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Darum werde ich hier einmal den Thick Jungle wählen, in der Hoffnung, dass das Tier uns nicht verfolgt. Und in der Tat ist das so. Come on, schneller! Alright. Und ich würde sagen, wir versuchen einmal in die Höhle zu gelangen. Okay. Explore Caves. Gerade noch rechtzeitig. We approached a cave. The entrance led deep into the darkness. Wir brauchen einen Fäcklichen, damit wir hineinkommen. Explore Cave. We lit a torch and descended into darkness. We were surprised to see that this was the entrance for a long underground tunnel. Sehr gut. We explored vast caverns and twisted corridors. I don't remember how many hours we ventured on, as I lost all sense of time and space. We were relieved when we saw a beam of light shining from an exit. Wunderbar. We packed up the track and left. Let's move. There are treasures waiting for us, sagt vermutlich Nasiruddin Shah. Continue. So, wo sind wir rausgekommen? Hier. Ja, wunderbar. Dann sind wir da unten rein und befinden uns jetzt hier oben. Und das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel ein Dörfchen, glaube ich, zu erkunden. Und im Anbetracht unserer Sanity ist das, glaube ich, gar keine so schlechte Entscheidung. Was sagt denn unser Kompass? Der sagt, dass wir uns irgendwie Richtung Süden bewegen sollten. Das werden wir dann, glaube ich, auch tun. Jawohl. Aber zuerst mal gehen wir in das Dörfchen. Schlapp, schlapp. Ein Hütchen haben wir gefunden. Enter the hut. Oha, okay, das ist auch neu für uns. We entered a mysterious looking hut. It was dark and damp inside, with all kinds of dried herbs and other peculiar things hanging from the damp walls. A native shaman approached us with an absent stare as he chewed on some leaves. Doch, ich glaube, da waren wir doch schon mal. Wir haben schon mal jemanden gehabt, der auf Coca-Blättern gekaut hat. So, ask for cleansing. Interessant, das machen wir doch mal. Map. An old wrinkled up map. It could contain interesting clues. Okay. Also er möchte schon mal vorab, bevor irgendwas überhaupt gelaufen ist, schon mal 28 haben. The shaman was willing to offer his services, but demanded payment up front. Okay, der will, bevor überhaupt irgendetwas läuft, erstmal schon mal Kohle haben. Und wehe, der gibt uns nur 5 Sanity. Dann müssen wir, glaube ich, mal von unseren Bullets, von unserer Ammo Gebrauch machen. So, wo sind eigentlich unsere Mangos? Haben wir nur eine Mango gekauft? Wir haben doch wesentlich mehr Mangos gekauft, oder? Wir haben doch 4 gekauft oder so. Okay. Irgendwas habe ich, glaube ich, verpasst. Haben wir die schon gegessen? Ich bin wirklich ein bisschen verwirrt. Okay, mal gucken, wie er auf Schokolade reagiert. Deal. The shaman quickly grabbed the offered goods and then beckoned the afflicted to lie on the ground before him. Okay, wir cleansen mal Nasiruddin Shah. The shaman began dancing around in a circle. He seemed to be communicating with the gods. After a short while, he calmed down and we helped Nasiruddin Shah to get on his feet. Dann traden wir mal. Nö. Okay, sondern leaven. Und das hat uns überhaupt gar nichts gebracht, außer dass wir 3 Stück Schokolade... Doch! Ah, okay. Nasiruddin Shah hat eine schlechte Eigenschaft verloren, nämlich Kleptomanie.
Sehr cool. Okay, das war doch jetzt gar keine so schlechte Geschichte. Da haben wir praktisch 3 Tafeln Schokolade investiert, um eine negative Eigenschaft einer Person zu entfernen. Kann man machen. Ja. Ja, okay. Wunderbar. So, wir sind hier und ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal eine Mango aus. Mal gucken, was passiert. Okay. 10 Sanity haben wir bekommen. Wunderbar. Und wir wandern mal weiter bis zu diesem Fragezeichen. Yippie! Wir haben gefunden einen Brunnen, beziehungsweise eine Quelle, um es genau zu nehmen. Und wir haben nur noch 4 Sanity. Das ist natürlich hart. So, our track stopped an the natural hot water springs. Wir müssen unbedingt overnight resten. We settled down, allowing everyone to rest. There was nothing we could do but sit and stare back at the natives. Aha, uns beobachten mal wieder Einheimische. Aber da können wir nichts tun und wir schlafen mal ein Ründchen. Alles klar, 20 Sanity haben wir bekommen. Ich würde sagen, wir schlafen nochmal. Obwohl, wir haben auch schon 82 Tage hinter uns. Wow, okay. Also ich merke langsam, das Spiel zieht an. Es wird echt schwerer. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir eigentlich leaven. Und gucken, wo wir sonst noch hingehen können. Was sagt denn unser Kompass? Der verwirrt mich ja total. Der zeigt mal wieder in die komplett entgegengesetzte Richtung. Komme ja ein bisschen veräppelt vor, muss ich sagen. Darum würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung, weil ich jetzt einfach mal versuche, hier irgendetwas zu finden. Und wenn wir das ausgeschlossen haben, können wir in die andere Richtung gehen. Und zwar, indem wir wieder unsere Höhle benutzen, von der wir bereits wissen, dass wir dann da oben wieder rauskommen. So, und deswegen würde ich sagen, laufen wir jetzt mal diesen langen Weg. Wir wissen ja, je länger die Wege sind, die wir zurücklegen, desto effizienter sind wir. Und ja, wir müssen unbedingt einmal Whisky trinken. Wunderbar. Und dann gehen wir mal nach da oben. Oh, wir haben etwas gefunden. Ich weiß noch nicht genau was, aber wir können es auf jeden Fall examinieren. Oha, wieder eine wunderschöne Statue. Diesmal Notizen wir some goods at the statue, which must have been put there by the natives. Und auf jeden Fall werden wir diesmal examinieren. Und Cocoa Leaves und Drums haben wir. Und die nehmen wir alle mit. Kostet uns einmal Standing, aber wir brauchen das, glaube ich, dringend, um es zu handeln und dann einfach über die Runden zu kommen, würde ich sagen. We took what we could use from the sacrificial offerings. Aiden Morrison was visibly shaken by the encounter with the mysterious statue. We packed up the track and left. Aha, okay. Das negative Ding der Sache war jetzt also, dass wir unser Schotte ein bisschen Schiss bekommen hat vor der Statue. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir wieder zum Schamanen kommen, könnten wir ihm das sozusagen wieder austreiben. Alles klar. So, hier oben ist definitiv keine goldene Pyramide. Höchstens hier irgendwo versteckt. Und das sieht sogar fast danach aus, als ob hier was in der Richtung wäre. Ich muss unbedingt da hoch und einfach ausschließen, dass hier eine Pyramide ist. Okay. Dann laufen wir mal runter und schließen aus, dass hier sich eine Pyramide versteckt. Okay. Und wir könnten bereits fast tot sein, deswegen nehmen wir jetzt auch mal diesen Pilz. Ah, okay. Ach Mist, das hätte ich jetzt natürlich wissen müssen. Jo, okay. Und dann würde ich sagen, laufen wir zu den Springs und recovern uns dort ein bisschen. Und hier der Kompass, der buggt auch ziemlich rum, muss ich sagen. Wenn ihr mal schaut, auch während des Laufens, ist er mal, zeigt er mal nach oben, dann zeigt er wieder nach unten, jetzt zeigt er wieder nach unten. Ich weiß ja nicht, also so ganz 100 Pro ist der noch nicht. So, dann explorieren wir mal die Springs. Jawohl, wir erreichen mal wieder als Hot Natural Water Springs und resten overnight. Und super, er war Nasruddin Shah told us that he had been so nervous that he dropped an item during the last leg of our journey. Wir haben jetzt irgendwas verloren. Das, was hier war. Was war das? Ich weiß es nicht mehr. Gott sei Dank nicht der Whisky. Was war denn das? Ich weiß es nicht mehr.
Schade auf jeden Fall. Und wir sleepen mal eine Weile. Wunderbar. Alles gut. Wir verlassen diesen wunderschönen Ort und gehen weiter in das Dorf, in der Hoffnung, dass wir dort freundlichst empfangen werden. Sie haben uns bereits erwartet, sind aber nicht allzu erfreut über unser Dasein. Und wir müssen unbedingt mit denen traden und die haben gerade mal Fackeln am Start. Ja, okay. Das ist natürlich nicht das, was ich erwartet habe. Wir müssen dringend bei denen pennen. Und okay, unser Ansehen ist bereits so schlecht, dass wir denen unbedingt etwas anbieten müssen. Und ich würde sagen, wir machen das mit diesen Kokoa-Blättern. Die brauchen wir nicht unbedingt. Und eine Fackel, ja, come on. Oh, eine Bullet. Wir haben auch nur noch drei Bullets. Okay. Wir hatten vorhin vier. Das ist schon ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist, aber alright. Gut. Für das lassen die uns einfach so bei sich pennen. Das ist es uns aber wert, weil schlafen bei Einheimischen bedeutet, viel Sanity zurückzubekommen. So, und natürlich haben wir wieder die Frage gestellt bekommen, wer denn wohl die Welt erschaffen hat. In diesem Fall ist es natürlich wieder Gott. Und sie lassen uns schlafen, wunderbar. 50 Sanity bekommen, das war richtig gut. Und wir müssten unbedingt gehen, weil es sieht gar nicht so gut aus mit Standing. Und wir sehen uns natürlich wieder beobachtet, das ist klar. So, wir sind hier und unser Kompass sagt irgendwo rechts oder oben. Okay, dann laufen wir mal zu diesem Fragezeichen und vermuten einfach mal, dass es die. Nö, ist es nicht. Die Pyramide ist vielleicht hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, dann würde ich sagen, Enter Stone Circle. Dann sind wir wieder mal in einem Stone Circle. Und Aidan Morrison ist erkennbar aufgeregt, weil er die Wut der Götter befürchtet. Und wir analysieren dennoch einmal die Inschriften dieser wunderschönen Backenzähne und suchen uns eine wunderbare Gegend aus, die wir enthüllen wollen. Und weil wir hier sozusagen keine andere Wahl mehr haben und hier eigentlich nicht langlaufen wollen, würde ich mal sagen, enthüllen wir diese Gegend. Und enthüllt wurde es eigentlich nicht wirklich, sondern wir haben halt zwei Fragezeichen bekommen, was uns auch nicht weiterhilft, weil es könnte ja genauso gut sein, dass das auch eine Pyramide ist. Okay. Oh, jetzt haben wir noch ein Problem. A group of native warriors appeared as if by magic. Na klar, they must have been following us since we left their village. Their leader was furious about our actions and demanded that we pay tribute in compensation. Jetzt haben wir die Möglichkeit, den Compensation zu denyen oder es zu bezahlen. Im Angesicht unseres niedrigen Standings würde ich mal sagen, wir bezahlen das mal. Die wollen 38, wir geben den schönen Trömmelsche und ein Medikit. Ist ein bisschen teuer. Vielleicht eine Patrone oder zwei. Nö. Jetzt geht's los. Unseren Kescher mag ich eigentlich nicht hergeben. Das ist mir aber zu teuer. So. Okay. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommen wir so langsam in die Bredouille. Und ich will nicht, ich will nicht. Vielleicht ein Medikit und eine Tafel Schokolade? Nein. Ein Medikit und das reicht auch nicht. Das will ich aber auf gar keinen Fall hergeben. Der Whisky gibt uns so viel Sanity. Der ist so wertvoll für uns. Den möchte ich auf gar keinen Fall hergeben. Das da und das da reicht aber auch nicht. Na gut, dann ein Trömmelsche und ein Medi. Oh, na, das ist aber deutlich zu viel. Und was hatten wir gemacht? Ja, genau. Nein, nicht drei Patronen, eine Patrone. Zwei Patronen? Zwei Patronen. Das könnten wir tun, auf die Gefahr hin, uns da nicht mehr wehren zu können, wenn ein Tier kommt. Wir müssen halt fliehen. Wir machen das jetzt einfach mal, weil es muss auch weitergehen. We were able to come to an agreement with the warriors. They disappeared into the bushes. Alles klar.
So, und ich sehe uns schon scheitern, muss ich ehrlich sagen. Wir erkunden natürlich mal dieses Fragezeichen und hoffen, dass es die Pyramide ist, weil so langsam geht es mit unserer Sanity. Yeah, wir haben die Pyramide gefunden. Wuhu, das war ein Kampf diesmal. Also ich habe wirklich gedacht, ob wir das schaffen. Wir hätten es wahrscheinlich noch ein Weilchen durchgehalten, aber ich bin schon sehr froh, dass wir es geschafft haben und haben auch einen wirklich wunderschönen Schmetterling dabei gefunden. Char's Glorious Mild Flyer sieht sehr schön aus. Und ja, bevor es weitergeht, setzen wir diesmal unsere XP ein, bevor die wieder flöten gegangen sind. Und zwar würde ich sagen, haben wir die Möglichkeit zwischen Aiden Morrison nochmal hier den Whisky-Konsum verbessern zu lassen. Increased Effectiveness of Whisky. Oder bei Nasiruddin Shah, A Wandering Merchant of the Orient, das Handeln zu verbessern. Wir könnten aber auch Mr. Howard und Mr. Macy jeweils nochmal vier Ladebuchten bzw. drei Ladebuchten hinzufügen. Ich bin aber dafür, die Effektivität von Whisky zu erhöhen, weil das hat sich irgendwie ausbezahlt gemacht. Und deswegen Level Up für Mr. Morrison Level 3. Wunderbar. Den müssen wir auch immer gut pflegen, falls er mal verletzt wird. Und wir explorieren unsere Goldene Pyramide, entern die Pyramide und bekommen einen neuen Perk. Wunderbar, was haben wir da? Heavy Carrier, Explosion Expert, alles klar. Und Desert Explorer. Reduced Movement Costs in Desert. Gute Frage. Vielleicht nehmen wir das nächste Mal. Also ich glaube, wir nehmen das Wüsten-Perk, weil ich glaube, dass wir. Dass das uns sinnvoller weiterhilft, auf Dauer gesehen. Und wir haben ja noch zwei Stationen, glaube ich, vor uns. Und da wird es vielleicht nochmal eine Wüste geben. Also würde ich sagen, Deal, good luck on our future expeditions. Vielen Dank, Finish Expedition. Und wir schauen mal, was wir alles an Fame bekommen haben. Ich glaube, wir haben diesmal Minus Fame, weil wir so lange gebraucht haben. Sechs Butterflies und. Oh mein Gott, 135 Tage und wir haben nur 80 Fame. Das wird immer, immer härter. Das wird immer härter. Und da sieht man es schon, man muss von Anfang an eigentlich gleich durchplanen. Schon mit der ersten Expedition sammelt man Fame für die letzte Expedition. Interessanter Tipp eigentlich für alle, die das Spiel spielen. So, wir schauen uns nochmal die Map an, wo wir überall gewesen sind. Wie viele Regionen haben wir denn erkundet? 1, 2, 3, 4, 5. Die sechste haben wir nicht mehr gebraucht. Wunderbar. Ordentliche Strecke zurückgelegt, würde ich mal sagen. Und wir finishen hier ja, 25 Minuten. Hier oben sehen wir es. 67% discovered. Jawohl. Lex 32, Days 136. Also ein Dritteljahr unterwegs gewesen. Und wir finishen die Expedition. Und jawohl, haben dann noch weitere Expeditionen zur Verfügung. Allerdings werden wir uns beim nächsten Mal für die vierte Expedition das neu generieren lassen. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten abonniert den Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu The Curious Expedition. Tschüss.